Willkommen zurück. Wir führen aktuell Krieg gegen das Herzogtum von Kärnten und es sieht eigentlich ganz gut aus, wenn uns nicht wieder der Papst dazwischen funken würde mit seinem Kreuzzug, den er schon ausgerufen hat und der in über einem Jahr jetzt stattfinden wird. Wir versuchen jetzt hier aktuell Innsbruck zurück zu belagern, damit wir hier nochmal ein bisschen Kriegsstand gut machen. Und wenn das dann nicht reicht, dann müssen wir hier unten nochmal die 1400 mit unserem Bündnispartner verprügeln, der jetzt sich hoffentlich nicht auf den Weg macht, um das jetzt alleine zu machen. Ja, wobei, das kann das eigentlich alleine machen, ne? Mit 2100 sollte das auch alleine gehen. So, Graf Timo hat Meinung erhalten von uns. Okay, Exkommunikation. Prinz Salomon von Ungarn wurde exkommuniziert. Und wir bekommen nochmal 110 Steuern. Wow. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt gucken wir mal, ob die 2100 hier runtergehen. Wir belagern hier zurück. 6 Monate dauert das. Das sieht so aus, ne? Er setzt alles daran. Eine sehr gute KI. Gefällt mir. Macht die KI richtig gut. Und die andere Einheit versucht auch gar nicht auszuweichen. Er gibt sich dem Schicksal. Und mit ein bisschen Glück müssen wir gar nicht mehr zurückbelagern. Meine Gefangene Hildegard ist im... Wie viel Hildegard habe ich denn hier im Spiel? Hildegard von Stein war bei uns im Gefängnis. Meine Güte, jedes Mal, wenn ich Hildegard lese, denke ich, ist meine Ehefrau zurück? Leider nicht. Sehr schade. Momentan wird sie ersetzt von der Hildeburg. Ich finde das immer noch so toll, dass wir hier so eine Namensgleichheit bekommen haben. Oh, sehr schön. Wir haben zurückbelagert und sind bei 100%. Also, wir gucken noch kurz hier durch. Tadelloser Haushalt. Wir bekommen nochmal 150 Prestigepunkte, 50 Frömmigkeit eingesetzt. Und Belagerung gewonnen. Sehr gut. Ich glaube, wir brauchen 200 für den Papst, richtig? Ah, 250 sogar. Aber wir brauchen auch noch Frömmigkeit für Salzburg hier oben. Das heißt, wir können Frieden machen. Dann hat das doch noch schnell genug geklappt. Wir werden der guten Dame, wo ist sie denn? Hier. Der Herzogin Konstanze übermitteln, dass ab sofort wir der rechtmäßige Eigentümer des Herzogtums von Kärnten sind. Wir fordern unser Recht. Die Dame ist natürlich verständlicherweise etwas aufgebracht, aber damit muss sie jetzt leben. So. Wir werden unsere Truppen auflösen und jetzt ist die Frage, jetzt hätten wir noch Zeit. Ja, das reicht nicht mehr. Nee, Salzburg angreifen macht keinen Sinn mehr. Wir werden uns jetzt mal kurz hier etwas konsolidieren. Wir haben jetzt sogar mehr Zugang. Guckt euch das an. Über Friaul haben wir mehr Zugang. Das ist ja fantastisch. Dann können wir im Urlaub hier runtergehen und können hier unten schön das Meer genießen. Wobei das Meer gar nicht so schön ist. Salzwasser und so weiter ist ja ziemlich, ne? Also ich bin kein Fan von Salzwasser. Dass dir dann überall in den Ritzen hängt, das muss nicht unbedingt sein. Aber so am Strand liegen, finde ich eigentlich ganz entspannt. Gut. So, wir haben hier die heimischen Angelegenheiten. Kontrolle momentan Innsbruck vielleicht noch ein bisschen fördern, das können wir machen. Und dann werden wir wahrscheinlich Richtung Jerusalem ziehen mit dem Papst zusammen. Wie sieht es denn aus momentan? Also, relative Stärke des Papstes momentan sehr stark, doppelt so stark. Was allerdings noch nichts heißen muss eigentlich, ne? Ein bisschen wenig Geld in der Kriegskasse. Aber wenn wir jetzt wieder schaffen, ganz viel zu belagern, dann sind wir ja wieder weit vorn mit dabei bei den entsprechenden, bei der Kriegsbeteiligung. Und dann sollte das schon passen hier. So, mit unserem Verbündeten könnten wir uns dann auch mal noch Richtung Herzogin Bertha oder so wenden. Das Problem ist, dass er wahrscheinlich... Okay, wir müssen nochmal auf Pilgerreise gehen, weil der Papst immer noch gewillt ist, uns Ansprüche zu geben. Und da wir jetzt immer noch jung sind, wollte ich sagen, wir sind schon 57 Jahre alt, wäre das nicht verkehrt. Das heißt, unser Graf Timo wird wahrscheinlich dann Schwaben hier oben angreifen, weil er ja den Anspruch bekommen hat. Und vielleicht kümmert sich der Papa dann noch um irgendwas anderes. Da schauen wir mal. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen laufen. Wir werden etwas konsolidieren. Wir haben hier eine Freiheitsfraktion mit 2 Mitgliedern.
einer niedrigen Lehnsautorität. Wir haben hier den Dedo, der jetzt schon ganz gut überzeugt ist. Die 4 Monate lassen wir noch durchlaufen. Und dann werden wir, ach Gott, 5 Monate. Aber er hat nur noch 35%. Und dann werden wir mal schauen, dass wir vielleicht die ein oder anderen Vasallen noch versuchen zu beeinflussen. Aber der Fokus liegt jetzt erstmal auf dem Kreuzzug. Wir werden uns anschließen. Wir sammeln ein bisschen Geld an momentan. Oh, wir können auch Leute freikaufen lassen. Wir können Verbrecher begnadigen. Bürgermeister Kasper. Er wurde exkommuniziert. Der bleibt natürlich drinnen. Und die Höfling Estrid ist uns nicht wichtig, offenbar. Okay, die wird mal begnadigt, weil sie uns egal ist. So. Wenn Gräfin Konstanze, die Schreckliche von Baden, stirbt. Hier oben. Ist die noch nicht verheiratet? Die ist 19 Jahre alt. Ist sehr missgelaunt hier, die gute Dame. Müssen mal gucken, ob wir der Gräfin vielleicht den Titel aberkennen können, aber ich denke mal eher nicht. Vor allem, die hat ja ganz viele Titel hier. So, der Dedo ist nicht beeinflusst. Das heißt, wir kümmern uns mal kurz um zum Beispiel den Graf Dietrich. 85. Muss ich denn aktuell unser Artefakt, das die gute Dame hier kaputt gemacht hat oder beschädigt hat, muss man dann das noch reparieren hier? Der schlangenhafte Budai, der ist ja schon länger hier kaputt. 38 kostet das. Was bringt uns der denn? Anspannungszuwachs 2% weniger. Na komm, wir machen das mal. Wir reparieren das Ganze für 38 Gold. Und das Hasenfell ist sehr kaputt gemacht worden. Was hat die mit dem Hasenfell gemacht? Hat sie sich darauf gelegt und irgendwie, keine Ahnung, alles kaputt gescheuert, dass da die Haltbarkeit so schlecht ist? Man wird es wahrscheinlich nie erfahren. So, 11 Monate. 11. November, nicht 11 Monate. 2 Monate noch. Bis zum Kreuzzug. Ein Komplott am Hofe. Mein Gast Odalrico. Okay, soll ermordet werden. Da kann ich jetzt auch nichts machen. So, nehmt das Gold. Verschafft euch Gehör bei Graf Dietrich. Nein. Machen wir nicht. Wir wollen zwar die Meinung verbessern, aber so viel ist es uns nicht wert. So, eine große Viehherde. Wir können eine normale Viehherde machen für mehr Entwicklung. Wir könnten versuchen, eine große Viehherde zu bekommen für noch mehr Entwicklung. Oder wir holen uns Geld. Wir nehmen uns Geld. Momentan brauchen wir keine Entwicklung bei uns im Land. Wichtig ist jetzt erstmal hier, oh, unser Ratsmitglied ist verstorben. Das ist natürlich nicht wichtig, also auch wichtig, aber wichtig ist erstmal, dass wir jetzt hier unsere Truppen sammeln für den Kreuzzug. Das war unser Ratsmarschall. 18 Punkte. Ulderich von Signau wäre ein würdiger Vertreter. Passt. Dann wird er hier in Innsbruck noch ein bisschen die Meinung verbessern. So, der Kreuzzug. Ach, um Valencia. Hä? Jetzt ist hier Valencia, nicht Jerusalem. Ich dachte Valencia nach Jerusalem. Jetzt habe ich die Badehose schon eingepackt. Aber in Valencia kann man ja auch baden. Dann nehme ich den Sangria-Eimer noch mit. Und dann ist alles gut. Ich dachte, es geht nach Jerusalem. Na gut, also auf nach Valencia. Deswegen standen auch die Chancen so gut, ne? Deswegen. Okay, das heißt, wir werden ausheben. Wir machen das wieder ein bisschen anders. Wo ist mein... Da ist er. Und zwar werden wir ausheben. Wir heben mal alle aus und sortieren dann neu. Weil ich keinen Bock habe, hier ganz viel Geld für das Kriegsvolk zu bezahlen. Und wir haben ja nicht vor, mit dem Kriegsvolk viel zu machen. Was wir mitnehmen, sind die Mangonellen und unsere Aufgebote. Das ist das, was wir aktuell mitnehmen. Das sind 1200. Ich würde auch die Leute hier zu Hause lassen. Das passt schon. Also die 600 hier, die werden wieder aufgelöst.
Es wäre so schön, wenn wir hier einen Pionier hätten, aber... Oh, der Graf Girolama ist hier. Perfekt. Leute, dem Kreuzzug steht nichts mehr im Wege. Wir machen uns auf den Weg. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht als Erster ankommen. Das wäre ganz gut. Oh, ein kinderfressender Kleriker, bitte was? Bischof Otto von Tirol. Ein Bischof von uns? Der hier in Innsbruck sitzt oder was? Und der frisst Kinder? Bischof Otto von Tirol. 55 Jahre ist alt. Es ist ein weiterer herrlicher Tag der Gebete und der Gottesdienste durch meinen wunderbaren Bischof. Doch als ich mich gerade auf den Weg machen möchte, hält Otto mich auf. Er wartet, bis alle anderen fort sind, ehe er sich dicht an mein Ohr beugt. Mein Herzog, ich muss euch etwas sagen. Mir sind die Genüsse des Lebens nicht fremd. Keine Form der Perversion ist zu verkommen für mich. Bitte was? Tiere, Pflanzen oder Mineralien? Ehrlich gesagt, führe ich alles überall ein. Doch es gibt keine größere Freude im Leben als das Fleisch der Kleinen. Was zum Henker? Das Event hatte ich auch noch nicht. Man hat nicht gelebt, wenn man noch kein Menschenfleisch gekostet hat. Mein Herzog, und mir wäre nichts lieber, als euch heute zum Abendessen einzuladen. Überraschung wäre viel zu milde, um auszudrücken, was ich gerade empfinde. Doch was soll man denn auf so etwas erwidern? Natürlich nur das einzig Wahre. Einkerkern, vierteilen und an die Hunde verspeisen lassen, ne? Das klingt nach Spaß, einen Säugling. Wer hat sich denn dieses Event ausgedacht bei Paradox? Was stimmt denn nicht mit euch? Otto wird unser Freund. Wir halten Kannibale und Perverser. Wachen. Otto wird unser Rivale, Bischof Otto von Tirol. Er hält den Spitznamen der Kinderfresser. Oder einfach lächeln und weitergehen. Ja, wir sperren den natürlich ein. Hallo, der Papst hat den Kreuzzug ausgerufen und mein Bischof kommt zu mir und will Kinder verspeisen. So, können wir denn dich jetzt hier einkerkern? Er ist ein bekannter Verbrecher. Wir sollten es eigentlich machen können. Das Problem ist, dass wir zu schlecht sind. Hier 19% Chance noch. Ich werde das jetzt machen. Wir probieren das mal. Wir versuchen ihn einzukerkern. Sowas geht nicht. Das geht einfach nicht. Wo kommen wir denn da hin? Meine Güte. So. Mal schauen, ob wir ihn erwischen. Aber 19% ist wahrscheinlich... Oh, 100%. 19% sind 100%. Er hat seine ganzen Klamotten abgelegt, bis auf seine Haube. Die hat er noch behalten dürfen. Er ist weggesperrt im Kerker. Sehr schön. Mach mal kurz... Pause. Ein neuer Bischof ist eingekehrt. Bischof Georg von Tirol. Ein reisender, stattlicher Bischof und ein Intellektueller. Na, da hat sich das ja gelohnt jetzt hier. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier mit unserem Gefangenen, dem Kinderfresser, hier noch was anstellen können. Foltern. Kann ein Geheimnis entdecken, falls Otto eines hat. Das kennen wir schon. Wir verlieren Anspannung, aber wir würden auch Frömmigkeit einsetzen, was echt doof ist. Hatten wir nicht eine Eigenschaft im Lebenswandel für Folterer? Ah, die. Leider nicht. Dafür haben die Punkte nicht mehr gereicht. Na gut. Also, das heißt, wir werden mal schauen, dass wir ihn... Aktuell, ja, hinrichten wird mich auch nochmal. Ja, kostet aber nicht mehr so viel Frömmigkeit. 25 Frömmigkeit würde ich fast gewillt sein zu opfern, Leute. Er würde geköpft werden. Das hat er eigentlich verdient. Auf der anderen Seite hat er auch verdient, dass er für sein restliches Leben, er ist sowieso dem Tod schon nah, dass er für den Rest des Lebens hier in widrigsten Bedingungen hier lebt. Na gut, also, hat er denn Geld? Hat er ja auch keins. Das heißt, er bleibt im Gefängnis und wird dort sein Dasein fristen. So, und was mache ich mit euch jetzt hier? Wir hätten hier einen mit 16 Kampfgeschick, 11 Kriegsführung. Könnte man euch denn vielleicht noch rekrutieren? Wir brauchen unbedingt noch mehr Leute. Verstümmelt. Nehmt die mal mit und vielleicht
Oh, ein brillanter Stratege, komm. Den können wir doch auch gleich noch rekrutieren. Er ist melancholisch, er wird gleich an die Front geschickt. Gelübde muss er nicht ablegen. Nein, passt. Und der Ulrich von Neuenburg. Ein humpelnder Unterhändler. Ja, wenn wir jemanden brauchen, dann für die Armee. Gut, also ihr bleibt mal drin. Vielleicht habe ich irgendwann mal einen guten Tag und wir räumen unser Gefängnis wieder frei. So, jetzt geht's aber erstmal hier rüber nach Mallorca, beziehungsweise müssten eigentlich hier drüben dann belagern. Die Schlachten toben aktuell hier, das heißt, wir werden jetzt hier einfach mal an Land gehen und werden hier anfangen zu belagern. 4000, 5000, ach, hier ist schon. Die 4000 werden wahrscheinlich gleich wegschnabuliert. Ja, 2600. Das Problem ist, dass wieder alle so versetzt ankommen. Seht ihr das? Hier vorne jetzt die 5000 gegen die 4000. Das klappt ja schon wieder nicht hier. So, Gebäudebaukosten reduziert 5%. Gehen erstmal in die goldenen Pflichten. Für Druckmittel Bezahlung fordern. Guckt euch mal die Geheimnisse an, meine Güte. mir bekannte Geheimnisse von Judith. Können wir gleich mal erpressen, 100%. Oh, und was? Die Schwarzbergbausiedlung ist schon... Hä? 4 Jahre sind schon vergangen? Moment mal eben. Während der Kreuzzug ausgerufen wurde, müssen wir unsere Ehefrau bestatten. Was? Das ist schon... Hä? Das waren doch keine 4 Jahre jetzt. Ja gut, wir haben Krieg geführt. Jetzt der Kreuzzug. Leute, das Schwarzer Silberbergwerk wurde gebaut. Unsere Ehefrau wurde eingebettet in das Silberbergwerk. Und wir bekommen jetzt ein bisschen mehr Steuern hier. Oh, sehr gut. Richtig gut, Leute. Das heißt, unsere Ehefrau kann endlich zur Ruhe gebettet werden. Und wir können uns hier anderen Dingen widmen. Was ist mit meiner Hildeburg? Die ist krank aktuell, okay. Das ging jetzt aber überraschend flott. Also entweder habe ich da noch einen Bonus bekommen. Ich muss mal nachschauen. Aber es kann durchaus sein, dass die 4 Jahre echt schon vorbei sind. Wie schnell ging das denn bitte? So, hier vorne verliert die Einheit auch. Hier auch nochmal 5000. Okay, wir müssen auf alle Fälle aufpassen, dass wir hier bei der Belagerung keinen Quatsch machen. Ich glaube, wir gehen mal erst hier vorne rein. Nach Malle. Da wird hier auch belagert. Ja, wobei 9000 hier. Wir haben unseren Rivalen Otto, den Kinderfresser, überlebt. Das ging jetzt überraschend schnell, dass der schon von uns gegangen ist. Aber zu Recht möchte ich anmerken, der perverse Kannibale, der Unzüchtige, der hat es nicht anders verdient hier. Was ist auf seinem Grab? Wir tanzen auf seinem Grab oder was ist das hier? So, jetzt ist die Frage, jetzt kommen hier nochmal 9000. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn, dass wir hier irgendwas machen. 2000. Ich stelle mich jetzt mal kurz hier rein und wir hoffen auf unser Glück, dass die hier drüben entsprechend dann sich prügeln und dass wir in Ruhe hier belagern können. Wir setzen ein. Ah, hier, ein Pionier ist drin. Das ist perfekt. Wir haben unsere Mangonellen mit dabei. Jetzt kommen nochmal 4000. Und jetzt schauen wir mal. Oh, jetzt kommt hier die ganze Armee rein. Oh, die kommt zu uns. Leute, wir brauchen mal Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung, die kommen jetzt. Ach, natürlich kommen die zu uns. Leute, wir brauchen Unterstützung. Hört auf, hier drüben zu belagern. Meine Schatzkammer quillt über vor Gold und Silber und alle Ausgaben sind gedeckt. Aufgrund meines Status wird von mir erwartet, dass ich einen Künstler oder Gelehrten unterstütze. Judith von Stein schließt sich uns an für Prestige. Unterstützer religiöser Kunst, Förderung der Naturphilosophie. Wir machen da nichts. 75 Prestige. Werde ich hier... Oh Gott, ich komme auch nicht mehr weg, ne? Ich komme auch nicht mehr weg. Da gehen sie hin, unsere Pläne für den Kreuzzug. Sehr schade.
Wir haben in der Tat ein bisschen viel Geld jetzt angesammelt. Das heißt, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden jetzt hier nochmal ein Gebäude bauen. Das Fürstengebäude hier kostet 500. Könnte man natürlich jetzt auch sagen, dass wir das dann noch mitnehmen. Können wir mal ganz kurz schauen, ob ich euch noch... Ah, ich kann euch leider nicht stationieren, weil ihr ausgehoben seid. Müsste man mal gucken, weil ich glaube, in Innsbruck aufgrund des Bergwerks sollten wir jetzt hier die Mangonellen dann entsprechend stationieren. Aber es wäre noch ganz gut, wenn wir hier das ein oder andere Gebäude bauen. Ist jetzt nicht so teuer, oder? Ja, doch, 157. 0,2. Ich würde auf alle Fälle in das Geld investieren. Besitztumssteuern 4%. Es sind bei 10 sind es 4. Und dann hätten wir hier 2. 0,2 mehr an Gold. Also eigentlich genauso viel wie hier oben. Wir machen mal die Viehweiden rein. Innsbruck. Ach, ärgert mich schon wieder, dass der sich natürlich jetzt auf mich stürzt. So, oh, komplett ausgelöscht. Wow. Komplett ausgelöscht. Eieiei. So, gefährliche Fraktion, ein Mitglied und schon hier über der Militärstärke drüber. Was da denn passiert? Ach, der Graf Otto von Brixen. Natürlich, der Graf Otto von Brixen ist ja immer noch da. Er sollte ja eigentlich dann die Truppen anführen und irgendwann mal sterben. Dieser Charakter hat das widerliche Essen der Bauern gegessen. Keine Ahnung, was das für ein Event ist. Der Brixen, den könnte man vielleicht auch noch ein bisschen beeinflussen. Jetzt ist die Frage, ja, Truppen ausheben ist momentan keine Option. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig rüberkommen, um noch hier irgendwas zu reißen. Meine Beteiligung ist momentan... Rang 1 steht hier momentan zumindest. Na gut, okay, wir gucken mal in der nächsten Folge, wie dieser Kreuzzug ausgeht. Ich glaube nicht, dass wir uns nochmal beteiligen werden daran. Ich glaube nicht, dass wir so schnell unsere Truppen nochmal auffüllen können, um dann nochmal mit den Mangonellen rüberlaufen zu können. Stattdessen könnte man noch ganz kurz die Mangonellen hier jetzt hier rein platzieren. 0,09 pro Tag. In Innsbruck würde das leichte Fußvolk ersetzen, was ganz okay ist. Ich hoffe einfach mal darauf, dass unser Sohn... Oh, der Graf Timo ist hier in... What? Das ist ja, der muss ja... Das muss ich schnell noch machen. Der darf natürlich nicht mitmachen hier. Timo muss natürlich raus. Ja, ja, wenn der mir hier hops geht. So, verbieten. Der darf hier natürlich nicht mitmachen hier. Leg deinen Rang ab hier. Und wir haben keine Auszeichnung hier oben mehr. Na gut, wir schauen uns in der nächsten Folge mal die Auszeichnung noch an. Wir schauen, dass der Graf Timo jetzt nicht mehr hier seine Rüstung trägt. Hat er denn... Oh, er hat auch schon Nachwuchs. Wieso bekomme ich hier überhaupt nichts mit? Dass hier eine Enkelin ist, die kränklich ist? Ich bekomme ja überhaupt nichts mit vom Timo. Der hat sich komplett... Ah, wisst ihr, wieso der geheiratet hat? Ich habe mich ja gefragt, wieso der geheiratet hat. Weil er wahrscheinlich einfach auch ein eigenständiger Titelträger ist. Deswegen war es egal, ob hier Heirat erlauben drin ist oder nicht. Wobei das jetzt hier wieder mit 10 Jahren steht. Das war ja vorher nicht so. Und er hat trotzdem geheiratet. Na gut. Also, wir haben auf alle Fälle schon ein Enkelkind. Und wir warten mal ab, wie der Kreuzzug sich entwickelt. Und dann geht es nach dem Kreuzzug rüber Richtung Salzburg. Und dann werden wir uns auch noch Salzburg holen. 1300 ist geschenkt. Und dann sollten wir auch auf das Königreich sparen. 500, wenn mich nicht alles täuscht. 500 Gold brauchen wir, um das Königreich Bayern auszurufen. Und es ist ja mittlerweile auch schon möglich. Oh, nee, es ist noch nicht möglich. Wir brauchen noch 2. Ja, perfekt. Dann nehmen wir hier das Besitztum ein. Und dann können wir... das Königreich ausrufen, sofern wir genügend Geld haben, aber das sollte dann schon klappen.